Guten Morgen, ihr Lieben, zur Tagesbotschaft vom Montag. Ja, gestern hatte ich gar keine Zeit mehr und dann auch gar keine Muße mehr, noch irgendwas zu machen. Deswegen gibt es jetzt die Tagesbotschaft und im Anschluss nehme ich dann noch die Wochenbotschaft auf. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wir haben hier die Wolken in der Grundenergie. Etwas liegt noch im Verborgenen, aber du darfst weitergehen. Denn wir haben hier schon mal Stabilität liegen. Eine Basis, eine Plattform. Du bist also nicht in den Wolken, sondern du bist ja einfach im Nebel. Und wir haben hier den Park, die Öffentlichkeit, eventuell das Bewusstwerden oder auch ein Treffen. Ein wichtiges Treffen. Schau mal, was das Tarot dazu sagt. Liebes Universum. Was liegt denn hier noch im Verborgenen? Was ist denn hier im Umbruch? Die Sonne liegt noch im Verborgenen. Ja, bei uns scheint sie jetzt hier gerade schon so ein bisschen, aber ein paar Wölkchen haben wir auch am Himmel. Also, hier geht es zum einen natürlich um etwas Positives mit der Sonne. Es geht aber vielleicht auch um eine Versöhnung mit einem Menschen. Vielleicht habt ihr euch gestritten, vielleicht ist auch noch nicht alles geklärt, deswegen liegen hier Dinge noch im Nebel. Was haben wir hier? Aber wir haben hier dennoch den Neuanfang, den Neustart liegen mit dem Narren. Es kann auch sein, dass bei dir per se einfach Dinge noch nicht hundertprozentig geklärt sind, du aber jetzt dennoch vorwärts gehst. Hallo Mr. Plüsch. Und dir einfach sagst, ja, egal was jetzt ist, auch wenn noch nicht alles hundertprozentig ist, ich leg erstmal los. Ja, dass du, hi Schatzi, dass du eben in gewisser Weise einfach mutig bist und dir oder deinen Träumen folgst. Und das mit einer Einfachheit. Ne? Aber vielleicht geht es auch um ein Gegenüber. Schatzi, die nächste große Arkane hier, die Mäßigkeit. Und eigentlich auch das, was ich sagte. Ne? Guck mal, die Mäßigkeit, die steht ja auch für Dualität, für Anziehung, für Verschmelzung. Und auch wenn nicht alles klar ist, ne, auch hier beim Narren sind ja Wolken zu sehen, aber sie ist dennoch bereit, hier mutig in ein neues Abenteuer, in ein neues Kapitel hineinzuspringen. Und die Mäßigkeit verbindet ja in gewisser Weise Feuer und Wasser miteinander. Das heißt, es geht darum, was deine Seele wirklich will, ja, mit dem Feuer und auch was dein Herz will mit den Emotionen. Und die Mäßigkeit heißt immer ausgleichen, Führung übernehmen, dir es stimmig machen. Auch hier Versöhnung, ja, also wir haben jetzt hier zweimal den Hinweis auf Versöhnung und deswegen bin ich gespannt, was wir jetzt hier noch weiter im Verlauf bekommen. Was kriegen wir denn hier zum Haus? Die Veränderung, die Neuausrichtung mit den Sechs der Schwertern. Das ist auch so eine Karte, ne? Ich finde das hier eigentlich auch unglaublich gut gezeichnet oder illustriert, weil die Messer, die Schwerter sind scharf, die haben scharfe Spitzen. Die zeigen natürlich direkt ins Bötchen, ins Papierbötchen. Und man muss sich um seine negativen Gedanken kümmern. Das ist einfach so. Wenn sie die Oberhand gewinnen, dann, ja, dann zerstören sie deine Basis, ja, dein Bötchen. Und deswegen muss man diese Spitzen einfach auch in Watte packen. Das heißt, spitze Gedanken in Watte packen. Wir haben alle mal so negative Gedanken. Davon ist niemand befreit. Ne? Also wenn hier irgendjemand rumläuft, alles ist Licht und Liebe und weiß der Geier was nicht alles. Ah, nee, komplett fehl am Platz. Jeder hat mal spitze Gedanken, sich selbst gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber. Es ist ein Unterschied, ob du dich von diesen spitzen Gedanken beeinflussen lässt oder ob du sie einfach vorbeiziehen lässt. Und darum geht es letztendlich auch. Lass die spitzen Gedanken vorbeiziehen und lass sie nicht Bestandteil sein. Weil sie sind immer da, in irgendeiner Art und Weise. Mal mehr, mal weniger. Spitze Gedanken dürfen aber mitreisen und werden auch immer mitreisen. Weil gerade wenn du in einem Neuanfang bist, ja, gerade dann können natürlich negative Gedanken nochmal deutlich mehr vorkommen. Weil erstens, du bewegst dich auf komplett neuem Terrain. Du hast absolut null Erfahrungswerte. Und musste ich natürlich auch erstmal durchkämpfen. Wie gesagt, hier ist nicht alles hundertprozentig klar. Aber darum geht's ja auch. Einfach mal mit dem Nicht-Klaren vorwärts gehen. Vorwärts gehen, ohne das Gesamtbild zu kennen. Auch das ist wichtig. Und wir haben hier mit den Sechs der Kelchen
Sicherlich vielleicht auch ein Impuls aus deiner Vergangenheit, der dich jetzt antreibt, ne? 6 und 6, Balance schaffen, Harmonie schaffen und Lösungen finden, um letztendlich auch zu heilen. Und wenn wir hier sogar Versöhnung drin haben, kann es sogar sein, dass du dich mit deiner Vergangenheit per se versöhnst. Mit deinen eigenen Fehlern, die du gemacht hast, dich auch den Menschen vergibst, die Fehler gemacht haben. Einfach, damit es leichter wird in der Zukunft. Des Weiteren sagen die 6 der Kelche natürlich auch schon eine vorübergehende Erleichterung an. Das heißt, du bist nicht mehr ganz so im stürmischen Fahrwasser. Und guck mal, jetzt ist hier sogar noch der Magier rausgefallen. Und der Magier steht einfach für dein Wirken, für deine Intention, für deinen aktiven Beitrag zu deinem Weg, egal worum das geht. Der Magier ist natürlich der Hinweis auch schon auf eine neue Beziehung oder einen neuen Job, je nachdem, worauf du schaust. Ja, es kann auch die neue Beziehung mit dir selbst sein, dass du dich einfach um deine eigenen Spitzengedanken dir selbst gegenüber gut kümmerst. Ja, dass du es dir stimmig machst, dass du dich mit dir versöhnst, dass du jetzt mutiger wirst. Ja, mutig bist, dass du dir Dinge wieder vorstellen kannst, dass du wieder eine Willenskraft hast. Dass du die Fülle an Ressourcen erkennst, die du hast, um deine Träume wahr werden zu lassen. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir jetzt im Park bekommen. Das ist hier letztendlich ja auch irgendwo die Basis, dein Mut, dein Vertrauen in dich. Die Welt, die nächste große Arkana hier. Ein Abschluss wird sichtbar, Ende von Karma. Und mit dem Buben der Münzen könnte man sagen, wir haben hier einen Anfang liegen. Vielleicht im beruflichen, also es muss jetzt nicht sein, dass du unbedingt einen neuen Job anfängst, aber dass du den Job jetzt einfach anders machst, weil du dich über gewisse Sachen ja jetzt hinwegsetzt, wie zum Beispiel deine eigene Selbstkritik oder auch die Kritik von anderen Menschen, die einfach unberechtigt ist. Ja, auch das kann es sein, dass du dich jetzt in deinen Job, den du gerne machst, einfach auch einpflegst. Der Page der Münzen ist grundsätzlich eine gute Nachricht, die reinkommt. Ja, der Page der Münzen heißt auch, du bist bereit, die Hände schmutzig zu machen. Du bist gut vorbereitet, du bist gut trainiert. Du kannst jetzt wirklich gut und praktisch mit neuen Situationen umgehen und du hast hier einfach eine mutige Entdeckerlust. Und das ist ja auch irgendwo das Ende von Karma, weil Karma kann auch sein, wenn wir uns unser eigenes Karma schaffen, dass wir uns eben nicht vorwärts bewegen, dass wir uns eben immer an Ort und Stelle festhalten und hoffen, dass irgendetwas passiert. Von Hoffen alleine wird es nicht besser. Man muss auch machen. Ja, und hier werden Pläne verwirklicht. Huch. Und damit haben wir hier auch einen Meilenstein, der dir bewusst wird. Und ich sag, ihr wisst ja, ich sag's immer wieder, feiert eure kleinen Meilensteine. Und wenn es nur ein kleiner Minischritt ist, den du dich hinausgewagt hast aus deiner gewohnten Komfortzone, es ist ein Meilenstein, der gefeiert werden darf. Und den darfst du auch wirklich innerlich feiern. Hier liegt die Freude drin, hier liegt die Offenheit drin, hier liegt ja deine eigene Identität, die du einbringst, drin. Und damit letztendlich auch der Erfolg. Ja, hier ist auch die Geselligkeit wieder gegeben. Vielleicht geht es auch darum, wieder aus dem Haus in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, vielleicht hattest du sehr lange damit zu kämpfen, mit sozialer Angst, konntest dich nicht in Menschenmassen bewegen und schaffst es jetzt wieder raus, um zu feiern, um dich wieder zu zeigen, zu präsentieren, um dich wieder in die Gesellschaft oder in die Menschheit, sagen wir es mal so. Gesellschaft ist immer so relativ. Es gibt eine Gesellschaft, der möchte ich nicht angehören. Aber es gibt die Menschheit, in der gehöre ich natürlich zum Beispiel auch an. Ne? Dass man sich wieder in die Gemeinschaft einpflegt, sich wieder wohlfühlt auch unter Seelen. Und dementsprechend auch hier der Meilenstein gezeigt ist, dass man das zelebrieren kann. Ich sage ja auch, dieser kleine Schritt hinaus aus deinem Haus in die Öffentlichkeit ist schon der erste Schritt, der hier zelebriert werden darf. Vielleicht geht es auch um Social Media, dass du dich jetzt auf Social Media zum Beispiel selbstständig machen möchtest, dass du dich präsentieren möchtest, deine Talente, deine Fähigkeiten präsentieren möchtest. Und dann ist das genau der erste Schritt. Wie gesagt, warte nicht länger, hoffe nicht länger, sondern mach es endlich. Genau darum geht's.